Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 4, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum. Berichterstatter ist Herr Abg. Gremmels. Das übernimmt Herr Kollege Rudolph für Herrn Gremmels. Bitte sehr. Das besprechen wir noch einmal, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf abzulehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph, dass Sie das übernommen haben. Zur Debatte hat sich als Erstes gemeldet Herr Kollege Schaus für die antragstellende Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit wenigen Wochen liegt die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage unserer LINKEN Bundestagsfraktion zur Entwicklung des Sozialwohnungsbestandes in Deutschland bis Ende 2015 vor. Die Zahlen, die dort insbesondere für Hessen angegeben wurden, sind nicht nur alarmierend, sie sind dramatisch. Allein im Jahr 2015 fielen in Hessen rund 12.000 Wohnungen aus der Sozialbindung. Das sind so viele wie in drei Jahren davor zusammengenommen. Wir werden uns morgen im Rahmen eines Setzpunktes noch sehr viel genauer mit diesen Zahlen und der schwarz-grünen Wohnungspolitik auseinandersetzen. Aber so viel sei vorweggenommen. Wer vor dem Hintergrund dieses Rückgangs an Sozialwohnungen noch immer meint, man könne es sich leisten, auf notwendige Schritte wie z.B. ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum zu verzichten, der muss sich vorwerfen lassen, die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt nicht ernst zu nehmen. Meine Damen und Herren, die verbesserte Wiedereinführung des im Jahr 2004 durch die CDU-Alleinregierung außer Kraft gesetzten Wohnraumzweckentfremdungsgesetzes wäre ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Wohnungspolitik in Hessen. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir den Kommunen die Möglichkeit geben, mit eigenen Satzungen gegen spekulativen Leerstand, gegen Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sowie gegen die Umwandlung in Büroräume vorzugehen. Auch wenn es keine offiziellen Statistiken über den Leerstand von Wohnungen gibt, gibt es aber über Leerstandsmelder im Internet und von Mietervereinen Zahlen, die eine nicht unerhebliche Menge an längerfristig, oft aus Spekulationsgründen leerstehenden Wohnungen vermelden. Allein in Frankfurt, sagte ein Beobachter in der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf, stünden 3.000 Wohnungen leer. Wenn man bedenkt, dass wir gerade eben aufgrund von 1.300 Ferienwohnungen in Frankfurt eine Gesetzesänderung beim Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetz debattiert haben, verstehe ich nicht, warum Sie bei Leerstand und anderen Zweckentfremdungen von Wohnraum so standhaft eine notwendige Gesetzesinitiative ablehnen. Zumal eine solche Regelung in anderen Bundesländern wie in Bayern oder Berlin längst angewendet wird und unser Gesetzentwurf in weiten Teilen auf diesen Regelungen beruht. Unser Gesetzentwurf liegt nun seit über einem Jahr auf dem Tisch. Wenn den Regierungsfraktionen und der Wohnungsministerin Hinz das Thema Wohnungsnot wirklich am Herzen läge, wie sie aber einen Gesetzentwurf der LINKEN nicht zustimmen wollen, dann hätten Sie ja genug Zeit gehabt, einen umfassenden eigenen Gesetzentwurf vorzulegen, statt sich jetzt alibimäßig nur mit Ferienwohnungen zu beschäftigen. Unser Gesetzentwurf beinhaltet auch Regelungen zum sogenannten Milieuschutz. Allein im Jahre 2013 betrug die Zahl der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen allein in Frankfurt 574 Wohnungen. Wohnungen, die oft luxussaniert
und danach teuer wieder verkauft werden, Herr Boddenberg. Sie stehen einkommensschwachen Familien damit nicht mehr zur Verfügung. Eine Umkehr dieses Trends ist nicht in Sicht. Daher brauchen wir Regelungen, die die Kommunen anhält, stärker als bisher Milieuschutzsatzungen zu erlassen. Die vergangenen Aussagen der Wohnungsministerin Hinz, es gebe kaum Probleme mit der Umwandlung von Mieträumen in Büroräumen, trifft ebenfalls nicht zu. Ja, es stehen in Frankfurt fast 2 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer, und es ist ein drängendes Problem überall dort, wo es bautechnisch möglich ist, eine Umwandlung in Mietwohnungen zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz werden zeitgleich gerade in innerstädtisch attraktiven Lagen Mietwohnungen zu Geschäftsräumen umgewandelt, und dagegen muss der Gesetzgeber auch vorgehen. In der Anhörung fand unser Gesetzentwurf viel Zustimmung bei den Experten, außer bei Haus und Grund natürlich, was uns jedoch nicht überraschte. Wir haben auch die Anhörung vom Juni vergangenen Jahres unseren ursprünglichen Gesetzentwurf mit den Anregungen ergänzt, auf die uns einige Experten hingewiesen hatten. So haben wir auf Anregung des Hessischen Städtetags in § 1 ein mögliches Rechtsstreitrisiko entfernt und durch eine Änderung in § 5 die Möglichkeit für eine Satzung zur Beschränkung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen für alle hessischen Kommunen vorgesehen. Diese Änderung wurde übrigens auf Anregen der Kommunalen Spitzenverbände durchgeführt, was doch zeigt, dass die hessischen Kommunen eine verbesserte Rechtsgrundlage bei Milieuschutzsatzungen wünschen. Wir haben zudem die Dauer des sanktionsfreien Zeitraums bei Leerstand in § 4 verkürzt. Dieser vom Wohnungsamt der Stadt Frankfurt geäußerte Vorschlag erschien uns sinnvoll, da der Ausnahmekatalog zum strafbewehrten Leerstand groß genug ist, um eine solche Verkürzung auf 3 Monate zu rechtfertigen. In der Anhörung wurde erwähnt, dass in den rund 30 Jahren, in denen das alte, bereits angesprochene Wohnraumzweckentfremdungsgesetz, also bis 2004, angewandt wurde, allein in Frankfurt fast 9.000 Wohnungen aus einer zweckfremden Nutzung zurückgewonnen werden konnten. Und da war der Wohnungsmarkt in Frankfurt weit entspannter, als er das heute ist. Es mag auf den ersten Blick und auf das einzelne Jahr heruntergebrochen keine riesige Menge sein, aber hessenweit im Jahr 2015 gerade einmal etwas mehr als 750 neue Sozialwohnungen zu errichten, da ist das nicht der große Wurf bei 45.000 registrierten Wohnungssuchen. Ich empfinde schon, dass im Vergleich zu ihrer dürftigen Neubaubemühung, also diese 750 Wohnungen jährlich, im Schnitt 300 zurückgewonnene Wohnungen allein in Frankfurt da schon eine ganze Menge darstellen, die nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in der bereits angesprochenen Anhörung im vergangenen Jahr auf viel Zustimmung gestoßen ist. Die wesentlichen Kritikpunkte, die zu einer Verbesserung des Gesetzentwurfs beitragen konnten, haben wir aus dieser Anhörung in unseren neuen Gesetzentwurf aufgenommen. Wir appellieren an Sie, nehmen Sie sich endlich ernsthaft der Wohnungssituation im Rhein-Main-Gebiet, in den Städten und insbesondere an den hessischen Hochschulstandorten an. Nehmen Sie sich diesem Problem endlich an, Frau Ministerin. Bei 12.000 in einem Jahr weggefallenen Wohnungen aus der Sozialbindung, bei immer weiter steigenden Mietpreisen, bei einem Leerstand von 2 Millionen Quadratmetern Büroflächen müssten eigentlich alle Alarmsignale läuten. Da reicht es nicht, auch aus in exklusiven Zirkeln lange zu diskutieren. Da müssen endlich Taten folgen. Frau Wohnungsbauministerin Hinz. Unser Gesetzentwurf
gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum kann einen kleinen, aber nicht unerheblichen Beitrag gegen die immer weiter ausufernde Wohnungsnot leisten. Denken Sie endlich um und stimmen Sie unserem Gesetzentwurf heute zu. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Schaus, ich glaube, wenn der Appell auch an uns gerichtet war, ich werde Ihrem Anliegen aber nicht folgen. Wir werden auch dieses Mal, Sie kennen das schon von uns, also es ist nicht das erste Mal und auch nicht das zweite Mal, dass wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen werden. Ja, das ist ja alles sehr schön, aber Herr Schaus, ich versuche es einfach noch einmal, Ihnen auch versuchen, einfach mal so zu erklären. Ich glaube, das bringt zwar nicht so sehr viel. Wir haben eine Situation in Frankfurt, wo Sie deutliche Leerstände bei Gewerbeflächen, bei den Büroflächen haben. Da haben wir einen deutlichen Überhang. Und auch bei einer angespannten Wohnungsmarktsituation hat das Bundesverfassungsgericht, das ist ja leider Gottes jetzt die ganz große Nummer, die man rausholen muss, das Bundesverfassungsgericht hat seinerzeit für die Inkraftsetzung des Zweckentfremdungsgesetzes klare Vorgaben gemacht. Und zwar müssen Sie nachweisen können, dass es da ein flächendeckendes Problem gibt, dass Gewerbeflächen bzw. dass Wohnraum in Gewerbeflächen umgewandelt wird. Und die Situation alleine aufgrund der Tatsache, dass Sie ja so viel Überhang in den Gewerbeflächen haben, ist das, was das Verfassungsgericht da seinerzeit gefordert hat, nicht gegeben. Die Grundlage ist nicht da für Ihr Gesetz. Und auch damals hat das Verfassungsgericht gesagt, dass Sie das auch permanent evaluieren müssen. Jetzt hat zwar die Landesregierung oder bzw. die tragende Fraktion ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht. In dieser Erklärungsnot werden auch die Kollegen jetzt kommen, weil für diesen Eingriff ins Eigentum hat das Verfassungsgericht eben klare Vorgaben gemacht. Auch hier müssen Sie jetzt erklären, wie das denn dann da miteinander übereinander zu bringen ist. Aber dennoch bleibt es so, dass wenn man sich den Immobilienmarkt einfach anschaut in Frankfurt, muss man sagen, selbst würde man dieses Gesetz in Kraft treten lassen, ist die Grundlage für die Anwendung nicht da. Dass Sie damit einen gehörigen Spaß haben, vor allen Dingen die GRÜNEN vorzuführen, kann ich nachvollziehen. Auch die GRÜNEN haben immer wieder dieses Zweckentfremdungsgesetz, das stammt noch aus den Zeiten des Häuserkampfes. Ja, dass Sie die GRÜNEN an der Stelle politisch auch vorführen wollen, kann ich alles nachvollziehen. Das gehört zum politischen Geplänkel dazu, aber in der Sache hilft es halt nun mal nicht weiter. Das andere ist, dass die damals geltenden Grundlagen, also die Verknüpfung für die bundesgesetzliche Grundlage, heute auch nicht mehr in Kraft ist. Also das heißt, Sie müssten auch die bundesgesetzlichen Grundlagen auch wieder erst einmal in Kraft setzen, um das Zweckentfremdungsgesetz, so wie Sie das gerne möchten, auch wieder in Kraft treten zu lassen. Das ist mittlerweile seit vielen Jahren nicht mehr da. Diese Verknüpfung gibt es nicht mehr. Also von daher ist es auch aus der Sicht schon schwierig. Das haben wir Ihnen damals gesagt. Damals konnten wir Ihnen das noch ein bisschen besser darlegen, als wir noch in der Regierungsverantwortung waren. Ich glaube, das Zweckentfremdungsgesetz begleitet mich jetzt seit 2008. Aber nach den Initiativen, die die Landesregierung gestartet hat, freue ich mich ja schon auf Ihre neuen Vorschläge. Da werden wir uns auch wieder darüber gerne unterhalten. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Siebel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lenders, der Grundkonflikt, mit dem wir hier zu tun haben, ist, wollen wir die Zweckentfremdung oder wollen wir eine andere Möglichkeit
der Einflussnahme darauf, und ich will das einmal etwas allgemeiner formulieren, der Veränderung von Stadtteilen in Gebieten mit einem gespannten Wohnungsmarkt, wie wir das angehen wollen. Und eine der Möglichkeiten, die wir vorgeschlagen hatten, auch rechtssicher, war, im Rahmen eines Antrags zu sagen, wir ermöglichen über eine Verordnung der Landesregierung eine Milieuschutzsatzung. Das wäre auch eine der Möglichkeiten gewesen, sowohl an dieser Stelle als auch an der anderen Stelle, nämlich der Frage der Zweckentfremdung, verweigert sich aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, die Hessische Landesregierung an dieser Stelle tätig zu werden. Und deshalb will ich auch noch einmal zwei Dinge hervorheben, die das mir so unverständlich machen, weil in den Stellungnahmen bei der Anhörung das auch sehr deutlich gesagt worden ist. Ich zitiere nochmals die Leiterin des Wohnungsamtes, Frau Meyer-Sienle, in der Anhörung am 9. Juni. Wie gesagt hat, außer Kraftsetzung des Gesetzes zum Verbot der Wohnraumzweckentfremdung erfolgte 2004 mit der Begründung, dass sich der Wohnungsmarkt entspannt habe und sich weiter entspannen werde. 12 Jahre danach wissen wir, dass das im Rhein-Main-Gebiet auf alle Fälle nicht der Fall ist. Das ist nicht so eingetroffen. Für Frankfurt am Main kann ich sagen, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, alle gesetzlichen Möglichkeiten und Regelungen, die untermauern, dass Frankfurt ein Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf ist. Und dann hat sie weiter ausgeführt, was auch Kollege Schaus schon zitiert hat. In den 30 Jahren der Anwendung des Wohnraumzweckentfremdungsgesetzes wurden in Frankfurt 9.000 Wohnungen aus einer zweckfremden Nutzung zurückgewonnen für das Wohnen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das nicht Nachweis dafür ist, dass offensichtlich das Wohnraumzweckentfremdungsgesetz in Frankfurt gewirkt hat, was soll dann noch Beweis dafür sein? Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es nicht nachvollziehen. Man spürt ja auch in den Reden, dass offensichtlich Sand im Getriebe zwischen CDU und den GRÜNEN ist. Es ist deshalb ein politischer Kompromiss geschlossen worden. Das mag aus koalitionshygienischen Gesichtspunkten mag das richtig sein, bezogen auf die Lösung der Probleme in angespannten Wohnungsmärkten ist das falsch. Und deshalb werden wir, so wie wir es auch im Ausschuss schon getan haben, dem Gesetzentwurf der LINKEN zustimmen, weil er zumindest Ideen hat, an denen man weiterarbeiten kann. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben ja schon häufiger hier gesprochen über den Gesetzentwurf für eine Wohnraumzweckentfremdung und gegen Leerstand in Hessen. Und wir haben auch schon mehrfach diskutiert. Wir machen es uns zu eigen, dass wir uns die Probleme, die es tatsächlich gibt, anstellen, zu lösen. Und wenn wir uns anschauen, und wir haben es ja auch in der Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf, Herr Schaus, gehört, wenn wir uns anhören, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Leerstandsquote in Frankfurt unter 1% ist, dann frage ich mich schon, was wollen Sie mit diesem Gesetz an dieser Stelle? Man muss doch die tatsächlichen Probleme analysieren und dann pragmatisch handeln. Das ist unser Ansatz, Herr Schaus. Es gibt ein Gutachten des IWU. IWU war auch da in der Anhörung. Es gibt den Wohnraumförderbericht der Landesregierung von 2016. Da steht schwarz auf weiß, wie hoch bzw. wie niedrig die Leerstandsquote in den Ballungsräumen ist. Und sie ist sehr, sehr niedrig. Und genau das ist das Problem. Ja? Und hätte man nicht so eine niedrige Leerstandsquote, dann könnte man diese Gebiete auch nicht als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt definieren, weil das ist eines der Kriterien. Also das Problem, das Sie hier benennen in Ihrem Gesetzentwurf, existiert so nicht, muss man leider muss man wirklich sagen. Also es ist doch ein Problem, wenn man zu wenig leerstehenden Wohnraum hat.
Die Menschen können nicht umziehen. Das Angebot an Wohnungen ist sehr gering. Also dieses Problem gibt es. Und auf dieses Problem der wenigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt reagieren wir ja schon hier in Hessen mit verschiedenen Förderprogrammen. Das wissen Sie. Ja? Und das andere Problem, darüber haben wir gerade gesprochen, das Problem der Zweckentfremdung, haben wir vor allen Dingen in Frankfurt am Main mit der Zweckentfremdung von Wohnungen als Ferienwohnung. Und genau dieses Problem haben wir uns angeschaut, und genau dieses Problem lösen wir. Also noch einmal an die LINKE gerichtet. Wir analysieren die Probleme, und wir lösen die Probleme pragmatisch. Aber wir machen keine Symbolpolitik, so wie DIE LINKE das hier gerne tut. Das Wort hat Kollege Caspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE legt uns ja einen solchen Gesetzentwurf mit ähnlicher Intention immer wieder vor. Wir diskutieren darüber. Wir haben jedes Mal die Hoffnung, dass unsere Wortbeiträge dazu beitragen, dass Sie die Zusammenhänge verstehen und von solchem Vorhaben absehen. Aber leider ist es wieder nicht so. Jetzt ist es so, dass Sie noch nicht einmal zuhören. Sie bringen zwar hier ein Gesetz ein, aber wenn darüber diskutiert wird, besteht offensichtlich so wenig Interesse, dass man sich lieber untereinander unterhält. Ist ja in Ordnung. Können Sie auch draußen machen. Am besten machen Sie es ganz draußen und verschonen uns auch von solchen Gesetzesinitiativen. Das wäre für die parlamentarische Arbeit auf jeden Fall hilfreich. Wenn Sie aber hier ein solches Gesetz einbringen, dann müssen Sie eben auch zur Kenntnis nehmen, dass wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und Herr Schaus, wenn Sie hier wieder einmal erzählen, das Problem wäre ja, was wir hätten, dass die Anzahl der Sozialwohnungen abnehmen. Damit versuchen Sie ja, den Anschein zu erwecken, als hätten Menschen, die geringes Einkommen haben, bei uns keine gute und angemessene Wohnraumversorgung. Und da muss ich Ihnen einmal sagen, dass 80% der Menschen, die berechtigt wären, eine Sozialwohnung zu mieten, im freien Wohnungsmarkt untergebracht sind und dort Unterstützung bekommen durch Wohngeld oder durch andere öffentliche Förderungen, damit sie auch in einer frei finanzierten Wohnung wohnen können, gut wohnen können und nicht abgesondert von anderen Wohnhäusern wohnen können, sondern unter den ganz normalen anderen Mietern auch. Insoweit können Sie doch nicht jedes Mal hierher kommen und sagen, weil die Anzahl der Sozialwohnungen abnimmt, haben diese Menschen nicht die notwendigen Wohnungen. Das stimmt doch nicht. Sie kommen aber jedes Mal mit dieser Argumentation. Das Nächste, was Sie hier aufführen, ist, dass Sie sagen, es würde ja gerade in den Städten, in denen es auch Wohnungen gebraucht werden, würden ja erhebliche Gewerberäume leer stehen, Büroräume. Ich habe aber von Ihnen noch nie dazu etwas gehört, Herr Schaus, dass Sie einmal gesagt hätten, was mag denn der Grund dafür sein, dass der Büroraum leer steht. Und ja, Sie sagen Überproduktion. Das ist in funktionierenden Märkten ist das so. Da gibt es Überproduktion. Das bedeutet aber dann, dass der Konsument, in dem Fall der Mieter, in der starken Position ist, weil er Auswahlmöglichkeiten hat, weil er die Möglichkeit hat, auszusuchen zwischen teuren, guten Räumen, zwischen einfacheren und günstigen Räumen. Er hat jedenfalls die Wahl. Und ich würde mir wünschen, wir würden auch im Wohnungsbereich in die Situation kommen, dass wir ein leichtes Überangebot haben, mit der Konsequenz, dass Wohnungssuchenden die Wahl hätten und überall, wo sie sich das wünschen und wo sie gern hinziehen würden, Wohnraum anmieten könnten. Wir haben das aber nicht. Der Grund dafür ist, dass trotz der veränderten Marktlage immer noch viele Eigentümer von leerstehenden Bürogebäuden nicht bereit sind, diese umzuwandeln in Wohnraum. Und wenn Ihr Gesetz durchkäme, wäre das ein weiterer Grund, eine solche Umwandlung nicht zu machen.
Wenn Sie sich die Statistik z. B. in Frankfurt am Main anschauen, dann können Sie sehen, dass zurzeit viel mehr Büroraum in Wohnraum umgewandelt wird als umgekehrt. Wir wollen, dass das auch stattfindet. Denn ein bestehender Büroraum, ein bestehendes Gebäude in Wohnraum umzuwandeln, geht auf jeden Fall schneller, als wenn Sie Wohnungen erst neu bauen müssen. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es natürlich gut, wenn Büroraum in Wohnraum umgewandelt wird. Nur eines ist doch klar. Wenn Sie den Eigentümern dieser Gebäude vermitteln, ihr könnt es zwar jetzt in Wohnraum umwandeln, aber in Zukunft nie mehr rückumwandeln, wenn vielleicht wieder eine andere Marktlage da ist, dann trägt es bestimmt nicht dazu bei, diejenigen zu motivieren, jetzt den Büroraum in Wohnraum umzuwandeln. Und genau das wollen wir. Und das bedeutet, dass Ihr Gesetzentwurf den Mietsuchenden schadet. Denn es trägt dazu bei, dass es weniger Mietwohnraum gibt. Deswegen lehnen wir ihn ab und haben auch kein Verständnis dafür, dass Sie jedes Mal mit diesem Thema kommen, ohne mal sich mit den Argumenten zu beschäftigen. Herr Lenders hat ja hier auch einige Punkte angesprochen, die von der Verfassungslage her uns auch einschränken würden. Was natürlich auch immer zu kritisieren ist bei Ihrem Gesetzentwurf, dass ausgerechnet Ihre Partei mit Ihrer Vergangenheit massiv in die Grundrechte und insbesondere auch in das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung abzielen mit einer solchen Gesetzgebung, dass Sie ja, die bayerische Regelung, in Bayern gibt es auch eine andere politische Vorgeschichte als bei Ihrer Partei. Insoweit glaube ich schon, dass ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, gebe zu, dass es bei Ihnen vielleicht nicht zu erwarten ist, aber ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, wenn man ein Gesetz einbringt, wäre es schon. Und wenn man hier so massiv in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Unverletzlichkeit der Wohnung hineingehen will, wie Sie es machen, dann hätte das meiner Ansicht nach Ihnen angestanden, darüber einmal nachzudenken und vielleicht andere Konsequenzen zu ziehen. Aber auch das wäre zu viel erwartet gewesen. Ich stelle daher fest, dieser Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben, der würde am Wohnungsmarkt schaden, der würde den Wohnungssuchenden schaden, und deswegen wird er von uns abgelehnt. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über den Gesetzentwurf der LINKEN haben wir jetzt schon einige Male diskutiert, im Plenum, im Ausschuss, bei der Anhörung. Die Argumente wurden mehrfach ausgetauscht. Ich glaube, sie haben sich jedenfalls nicht grundlegend geändert in den Positionen der Einzelnen. Ich kann nur sagen für die Landesregierung, dass wir der Meinung sind, dass wir derzeit kein allgemeines Zweckentfremdungsverbot brauchen. Es eignet sich nämlich nicht, in Zeiten knappen Wohnungsangebots wirksam den Wegfall von Wohnungen zu verhindern. Wir haben bei der aktuellen Marktlage kaum Leerstand, weil es sich nicht lohnt, Wohnraum in großem Maße leerstehen zu lassen oder Wohnungen in Büros umzuwandeln. Wir haben in Frankfurt, und das ist ja vom IWU auch ausdrücklich untersucht worden, vom Institut Wohnen und Umwelt aus Darmstadt, eine Leerstandsquote von unter 1%. Das muss man doch einfach einmal als sachliches Argument auch zur Kenntnis nehmen. Das Institut für Wohnen und Umwelt begutachtet und begleitet den hessischen Wohnungsmarkt ja auch seit Jahren. Wichtigster Anwendungsbereich des Verbotes, was es in Hessen einmal gab, war die Umwandlung von Wohnungen in Büro- oder Gewerberäume. Wir haben aber jetzt den umgekehrten Trend. Man versucht, Büroräume in Wohnungen umzuwandeln, wo immer das möglich ist, das auch mit zu fördern, auch mit Fördergeldern des Landes.
Allein in Frankfurt wurden im letzten Jahr so 852 neue Wohnungen zurückgewonnen. Und auch in der sozialen Wohnraumförderung werden solche Projekte gefördert, wenn man sich anschaut, die Umwandlung des alten Arbeitsgerichts hier in Wiesbaden oder das alte MAN-Roland-Gebäude in Offenbach, wo ein modernes, neues, urbanes Quartier entstanden ist. Also da tut sich etwas, und zwar in ganz umgekehrten Sinne, als Sie das mit Ihrem Gesetzentwurf vorhaben. Die Landesregierung hat einen ganzen Strauß an unterschiedlichen Möglichkeiten geschaffen, wie man den Wohnungsmarkt entlasten kann. Wir haben unterschiedliche Fördermöglichkeiten in der sozialen Wohnraumförderung für die unterschiedlichen Zielgruppen, und wir verbessern auch die Situation der Mieterinnen und Mieter im Bestand, z.B. durch die Kappungsgrenze, die Mietpreisbremse. Wir haben die Fehlbelegungsabgabe eingeführt, die für Frankfurt wirklich richtig effektiv ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich genauer schauen sollten, welche vielen unterschiedlichen Maßnahmen uns in der Sache tatsächlich weiterbringen, und sollten nicht weiter an Symbolen herumdoktern, wie es mit Ihrem Zweckentfremdungsverbot den Anschein hat. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass an dieser Stelle dieses Gesetz abgelehnt wird. Danke schön. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit können wir abstimmen in zweiter Lesung über den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum. Wer diesem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der CDU, die GRÜNEN und die FDP. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt worden ist. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt noch eine Minute. Herr Kollege, noch eine Minute. So schön hier. Danke. Ich möchte Sie nämlich noch einladen zum Parlamentarischen Abend der Technischen Universität in Darmstadt. Ich soll Ihnen, hier steht, ans Herz soll ich Ihnen das legen. Das mache ich dann auch. Aber vor allen Dingen will ich Ihnen noch etwas Schöneres sagen. Die Kolleginnen und Kollegen im Hauptausschuss dürfen jetzt noch zusammenkommen in 501a. Das findet jetzt im Anschluss an die Sitzung statt. Einen schönen Abend, bis morgen früh. Ja, bis morgen.